Martin, stell doch das Zeug an. Mann, ist hier so verblüfft. Das hat man doch heute Mittag gesagt, Herr Schaff, da haut es dich über die Stiel um da hin, wenn man Freude in den Weg reinhockt. Ja, Herr Schaff, und lernt das Zeug ordentlich stau, wo da hin. Sag mal, guck doch jetzt so, Bulli. Du, ich sag dir alles. Von einer schwäbischen Bedienung sagt man, sie ist schon freundlich, solange sie nicht handgreiflich wird. Glaubst du aber, wir sind doch jetzt in der Stadt, jetzt bist du ein bisschen netter. Und hab doch du auch ein bisschen erschwindig. Sei doch ordentlich ein bisschen, jetzt tust du die Leute bedienen und tust ins Essen bringen. Glaubst. Also ich sag euch alles, das was rum die Zeit esset, das wächst auf dem direkten Weg an Arsch. Sag mal, du doch jetzt so unverschämt dahin. Glaubst, die fragen wir ja, das ist ja das Gute bei dir. Das wird schon gut sein. Hey, man, lern du da hin. Hat man bloß ein Geld dabei für Wasser, oder wie? Ja, ist doch wahr. Glaubst, jetzt brauchst du jetzt so nachher da, bloß weil der alte Bulldog hier ist. Das wird reichen. Weißt du, ich sag dir alles, pass auf. Ich kann dir schon sagen, mich geht's verreißen. Du doch. Und wenn's mich verreißen, dann haut's dir die Fetzer am Gosch rum. Das glaubst du. Pass auf, du doch ordentlich jetzt, weißt du. Weißt du, mein Weib, ich sag dir alles, mein Weib ist ich die Hälfte, verstehst du? Du weißt, vor 3 Wochen hat sie sich bei Wetten das beworben. Guck mir jetzt so an. Weißt du, was sie gewettet hat, hä? Dass sie von 10 Postauto mindestens 5 an der Farbe kennt. Du. Du hast Glück, dass sie Klarheit hast. Nein. Also, das darf man ja auch erzählen. Sie heizt es ihm nicht ja, so gerne. Das gern, hat jetzt sein müssen, gell? Freilich hat sein müssen. Glaubt, ja, springt doch jetzt so schnell da der Ruin auf. Also, jetzt. So. Das darf man auch sagen, die Leute. Verstehst du? Da ist nicht recht, wenn man das erzählt. Ich habe ja eigentlich nicht viel sagen wollen. Aber pass auf. Letztes Jahr im Herbst war das Gleiche. Ich hau halt vergessen gehabt, verstehst du, dass ich het Holz holen solle für den Winter. Dann sage ich zu Lene, du, ich hau das Holz holen vergessen. Dann sagt sie, das ist egal, weißt du, was ich da tue? Dann nehme ich meinen Bulldog, häng den Anhänger hinten und dann fahre ich in den Wald auf, einen Holzbeig, ne? Und wenn jemand um den Weg ist, dann lade ich ein. Verstehst du? Klaue hat sie willen. Du, und tatsächlich, es ist schon Nacht gewesen, fährt du mit dem Bulldog und ihrem Anhänger in der Wald auf, tatsächlich ein Holzbeet drin. Du, und du fährt sie rein, links und rechts guckt, kein Mensch um den Weg, und dann hat sie angefangen einladen. Und wie es der Teufel will, kommt der Förster vorbei und sagt zu meiner Lene, was tust du da? Na, sag du zu dem, ich hol Hasenfutter. Na, sagt der Förster, und das fressen deine Hasen. Na, hat sie gesagt, wenn sie es nicht fressen, kann ich es noch verfeuern. Du, letztes Jahr haben wir 2 goldene Hochzeiten gehabt. Das hat doch jeder Hund gar nicht mitgekriegt. Ja, das ist doch in der Zeitung gekommen. Hat man das nicht in der Zeitung gelesen, der Hund? Du, das ist du. Da war das Justingen, war da Highlife, das sagt er. Du, dann habe ich gedacht, ja, was tust du auch mit einer, weißt du, an der goldenen Hochzeit? Dann habe ich gedacht, ich fahre mit einer auf Rom da, weißt du, Stadt der Liebe und so. Da sind wir noch nicht. Und dann bin ich da so mit einer geschlendert und dann ist der Trefi-Brunnen gekommen. Das ist doch so ein Wunschbrunnen. Du, dann bin ich da reingelaufen, hau mein Geldbeutel raus, hau ein Minzgeld rausgeholt und hau die Minz in den Brunnen reingekriegt. Also geworfen. Du, dann hau ich mir etwas gewünscht. Du, dann ist meine Lena auch in den Brunnen. Das erzählst du mir aber nicht. Freilich kann man es erzählen. Tut auch der Geldbeutel raus, will das Minzgeld da reinwerfen. Du, und dann hat sie leichtes Übergewicht gekriegt, weil sie sich 2 über den Bäckerin biegt hat. Und du, und fällt in voller Länge, fällt du in den Brunnen rein. Du, ich hau noch bloß vor mir reingelacht und hau denkt, das funktioniert tatsächlich. Ja.
Jetzt ist noch heute genug runter, gell? Jetzt reicht's. Was sagen wir? Ich habe einen Wunsch, Kate. Ein richtig echter. Ha, wahrscheinlich, dass der Bulldog nicht mehr hier wäre. Ich hätte ja keinen Pepper auf da hinten. Ich habe mir gewünscht, dass du nicht mehr so schnauchelst. Das tue ich doch gar nicht. Schnauchelt er dich auch so? Ah ja, siehst du. Du, mein Nachbar, hat mir da ein einwandfreies Rezept gesagt. Du hast gesagt, wenn dein Mann schnauchelt bei Nacht, dann musst du einen Backsteukäse nehmen und dem unter die Nase nachheben. Ein Backsteu, ein Limburger. Ja, sonst geht es schon mit dem Schwäbischen, oder? Ja. Also, das habe ich da. Also, meine Mutter ist heute gekommen, bei Nacht um 11, weiß ich, kaum in der Schlafstube hin, ins Bett reingeflaggt und schon hat er angefangen zu reziehen. Und dann habe ich den Backsteukäse aus meinem Nachttisch raus. Du, das war so ein richtig Räserhund. Du, da, der hat so gestunken, da hat der Herrgott dem Herrgottswinkel den Kopf hängen lassen. Und wenn der noch angefangen hat zu reziehen, habe ich den Backsteukäse dem unter die Nase gehabt. Du, dann hat er einmal reingezogen. Und weißt du, was der zu mir gesagt hat? Lena, sei so gut und deck dir auch zu.